Hallo und willkommen zurück, meine Freunde, zu Smite und zum zweiten Teil. Also wie gesagt, wir haben ja gerade die Skins besprochen in unserem Free-to-Play-MOBA. Und solltet ihr die erste Folge verpasst haben, worum es hier überhaupt geht, dann schaut euch doch bitte mal die erste Folge an. Dort erkläre ich euch alles Weitere. So, wir sind die Skins, die haben wir durch. Also wir können jetzt definitiv uns verschiedene Skins kaufen. Ja, wer das braucht, kann das gerne tun. Wer nicht, der lässt es eben. Dann haben wir jetzt hier geht zu Stimmpakete. Das heißt also, standardmäßig hört er sich jetzt so an. Ne? Auch die Sound überhaupt, die Sounddinger sind der reinste Wahnsinn hier. Gate left lane. Der könnte sich aber auch anders anhören, nämlich so zum Beispiel. I'll gank right lane. Oder so. Moment, war das so? Genau. Also immer wieder ganz andere Sprachpakete hat der. No, you're fine. Cobra, sorry. Attack middle lane. Ja. Enemies have returned to base. Also ihr hört es, man kann definitiv verschiedene Stimmen noch machen, also das Aussehen, Stimme und alles. Und somit finanziert sich natürlich dieses System mit den Edelsteinen. Aber das sind Dinge, wenn man das will, dann kann man das gerne machen. Wobei ich finde, hier auch Autos hat er als Schilder, ne? Wie witzig. Ne? Da muss man erstmal drauf kommen. Ich finde, die Entwickler haben es definitiv verdient, unterstützt zu werden. Sagen wir es so, wie es wirklich ist. Wir suchen uns jetzt mal eben Gott raus, den ich schon gespielt habe. Wir nehmen jetzt den zum Beispiel. Ja? Also hier die Artemis. Das ist ja jetzt hier, wie gesagt, eine Jägerin. Die kann man spielen. Die hat denn jetzt auch wieder, wie gesagt, verschiedene Skins, die man jetzt anziehen kann. Hier ist jetzt Piraten-Skin. Oder ne, nicht so ein Piraten, so ein Western-Skin. Dann gibt es hier den Skin. Ja. Also das kennt man ja aus Dota, League of Legends und Co. und was weiß ich, was alles. Da brauchen wir jetzt nicht mehr drauf eingehen. Worauf ich möchte ist, ihr seht ja jetzt hier, also griechisch Fernkampfjäger und Gottrank hat die gar nichts. Zu dem Gottrank, da möchte ich auch nicht viel sagen. So, wir haben ja die Skins, das war klar. Die Werte können wir uns jetzt mal anschauen. Und zwar ist jetzt hier schon die erste Besonderheit. Wir können jetzt hier hochstellen, wie viel Schaden die denn definitiv macht, wenn die Level 20 erreicht hat. Und höher geht es nämlich gar nicht. Man kann so maximal Level 20 werden in einer Runde. Und wie gesagt, es gibt ja Early Game und Mid Game und dann Late Game und so weiter und so fort. Und da kauft man sich natürlich auch Items, so wie bei LOL alles. Aber hier gibt es dann auch wieder eine andere Besonderheit dabei. Aber auf jeden Fall seht ihr, hier können wir hier wirklich die Schadenstypen regulieren und wirklich alles nachvollziehen. Immerhin, also sehr, sehr tolle Sache. Dann hat jeder Gott hier auch definitiv eine Geschichte, finde ich auch wirklich, wirklich klasse. Und ihr seht es auch alles schön auf Deutsch übersetzt. Ja. Dann kann man Emotes kaufen. So, es gibt Emotes, die könnte ich, also hier der Emote leider nicht, hier seht ihr, den kann man nur wieder gegen echtes Geld kaufen, aber wie gesagt, für mich ist das legitim. Dann gibt es hier den Klatschen, den könnte ich mir jetzt schon kaufen und den Winken ist das. Oder hier Klatschen, ja. Wie man die Emotes macht, weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, dass das System hier ein wirklich ausgezeichnetes Shortcut-System hat. History. In der History steht eigentlich, wie oft ich gespielt habe, aber da ich jetzt nur immer Koop gespielt habe, werde ich wahrscheinlich nicht auftauchen. Stimmpakete, wie gesagt, haben wir ja schon eigentlich besprochen. Also, man hört die dann immer, ne? Sehr schön. Und jetzt kommt, meine Freunde, ein ganz, ganz wichtiger Teil. Ihr seht, ich klicke noch drauf. Und zwar der Gottheitsbausatz. So, das heißt also Fertigkeiten und... oder sollten wir mit den Fertigkeiten... Okay, also Fertigkeiten hat grundsätzlich, wie in jedem MOBA üblich, 4 Stück. Und zwar ein Ulti und 3 normale. Und die levelt man auch wie bei League of Legends, ja, mit Punkte. Und hier kann man sogar schon festlegen, und dann macht das System das nämlich automatisch, wo man zuerst auf Rang 1, wo man einen Punkt investieren möchte. Wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte zum Beispiel... Das hier mein Dingens, wir sehen auch hier, wenn wir hier rüber gehen, was
der hier an Schaden macht. Das heißt also Bodenziele, wenn ich je nachdem auf welcher Lane ich jetzt bin, ob ich Carry spiele oder nicht, ja, was man da denn nimmt. Wir würden jetzt hier, sage ich jetzt mal, anfangen, der soll mir zuerst den ersten Punkt hier reinstecken. Dann drücke ich hier drauf und siehst, hier bei Rang 1 nutzt er diesen hier und setzt hier einen Punkt rein. Und so geht es dann hoch bis Level 20. Das heißt, ich brauche mich rein theoretisch um das Killen gar nicht mehr zu kümmern. Das macht er von sich aus. Das kann ich aber auch definitiv deaktivieren. Ja? Das heißt also, wenn ich das nicht möchte, dann kann ich selber die Sachen natürlich kaufen beziehungsweise einsetzen. Aber für Neulinge, die noch nicht wirklich viel Ahnung davon haben, ist das wirklich sehr, sehr hilfreich, wenn man hier definitiv sich mal einen Guide anschaut und dann sagt, okay, so skill mir die Punkte. Und das Gleiche gilt natürlich für Gegenstände. Und ihr seht es schon hier, wie League of Legends hat man definitiv, ja, definitiv, ja, Dinge, die man im Spiel kaufen kann, ja, also ist genauso wie League of Legends. Und jedes Item hat dann andere Aufgaben, ja, also ich denke mal, wenn ihr dieses Video geschaut habt, dann habt ihr mindestens schon mal League of Legends gespielt und wisst dann, was das ist oder Hohn und was es da nicht noch alles gibt, ne? So, und man fängt dann natürlich am besten immer an mit Starter-Items. Hier müsste irgendwo jetzt Starter-Items geben. Ich weiß nicht. Ich meine, irgendwo stand hier noch Starter-Items. Zum Beispiel Items für Geschwindigkeit, ja? Oder nachher geht man ja im Late-Game dann auf Crit-Schaden und so. Und dann seht ihr dann hier, also plus 50% physische Kraft, plus 20% kritische Trefferchance. Man muss halt abwägen, was man möchte. Spielt man AP oder Carry und so weiter und so fort, ne? So, hier dann Steine. Und es gibt natürlich auch hier Wards, ne? Wards sind ja nichts anderes als wie Totems oder Brunnen, Steine, wie man das nennen mag, die man hinstellt. Und somit deckt man dann andere Spieler auf der Map auf, ne? Also die gibt es hier auch, die kann man dann auch noch kaufen. Und hier könnte ich definitiv jetzt sagen, ich möchte anfangen mit dem Item als Beispiel. Ja, was machen wir offensiv? Machen wir Lebensraub als Beispiel. So, nehmen wir jetzt mal Seelenfresser. Ne, nehmen wir hier die Handschuhe des Verschlingers, ne? Plus 10% Lebensraub, plus 25% physische Kraft. So gerade im Early Game ist das recht witzig. So, und dann würde der hier automatisch hoch skillen, ne? Ich könnte jetzt sagen, hier, dann den. So, und dann wird er den automatisch hochskillen. Ich wähle den jetzt aus und seht ihr, da ist er jetzt drin verborgen im Baukasten. So, das wären jetzt so mein Start-Equip. Denn Kern, denn Schaden, denn Defensiv, Verbrauchsgegenstände. Das kann ich mir alles vorrüsten und im Spiel würde er rein theoretisch alles selber kaufen, ja? Also ich gehe denn nur zur Base hin und brauche nicht immer den Shop aufmachen und sagen, kauf mir das Item jetzt. Das kann man individuell für jeden Gott anlegen. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich finde, hier hat Smite genau alles das richtig gemacht, was man in anderen MOBAs vermisst. Ich weiß gar nicht, ob jetzt League of Legends das jetzt auch hat, neuerdings. Aber das ist doch schon mal hier wirklich ein richtig, richtig tolles Feature. Ja, was den Spieleinstieg überhaupt für Neulinge erstmal erleichtert, sagen wir es mal so. Ne? So, dann habt ihr hier MMO-typisch oder MOBA-typisch Party-Modus. Ihr könnt natürlich mit der Gruppe spielen. Ihr habt hier natürlich eine Freundesliste, ne? Könnt hier Freunde hinzufügen, anfragen, kürzlich gespielt, Clan, blocken. Also all das möglich. Hier habt ihr nochmal eine schöne Übersicht. Ihr seht jetzt, ich habe jetzt heute, haben wir ja die Gunst eingeladen, das würde jetzt hier aufgelistet werden. Ich möchte das aber nicht, deswegen lösche ich das. Und hier hat man eine Benachrichtigung, Party-Einladung, Freundeseinladung, Clan-Einladung, Erfolge und so weiter und so fort. Also man kann hier verdammt, verdammt viel machen. Dann schauen wir uns jetzt noch schnell den Shop an. Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, aber ich bin ja hin und her am Überlegen, ob ich mir dieses Angebot hole. Und zwar Ultimate God Pack. Was sagt dieses Ultimate God Pack aus? Dieses Ultimate God, würde jetzt erstmal 575 Dings extra bekommen. Aber dieses Götterpack
ist wirklich, wirklich, ja, kann man sagen, sein Geld wert? Weiß ich nicht. Also ich denke mal, überhaupt jeder Cent, den man hier in das Spiel investiert, ist sein Geld wert. Aber was haben wir damit? Wir haben hier definitiv ein Götterpack oder Pack, ne? Heißt ja Pack genau, wir wollen ja dann ganz genau sein, das für 23,99 Euro angeboten wird. Aber was heißt das? Hier steht zwar über 200 Euro wert bei umfassend alle bestehenden und künftigen Gods. So, hier ist wirklich das Wichtigste zu lesen. Für alle bestehenden und künftigen Götter, die ins Spiel implementiert werden. Das heißt, wenn ich jetzt einmalig für 23,99 Euro dieses Götterpack kaufe, dann habe ich alle Götter, die ich mir hier mühselig mit Gunst frei spielen möchte, hätte ich auf einem Schlag frei. Ich könnte also wirklich dann definitiv spielen und sagen, hier, Medusa möchte ich hätte jetzt mal Bock, ich will Medusa spielen, ja? So, und dann merke ich, ah, die Medusa liegt mir nicht wirklich. Also ihr seht auch hier wirklich, wie schön die animiert sind, die Grafiken und so weiter und so fort, ja? Dann sage ich, nee, die Medusa gefällt mir gar nicht, ich möchte lieber den Barracuda spielen, dann Bakasura heißt der gute Mensch, ich sollte mal lesen, dann spiele ich jetzt hier den Bakasura und dann sage ich, ah, oh, ne, der gefällt mir auch nicht, ich möchte lieber einen anderen spielen. Wie gesagt, das ist mir definitiv möglich, weil ich das ganze Pack, Götterpack, jetzt gekauft habe, einmalig für 23,99 Euro. So, aber was ist noch das Gute daran? Das Gute daran ist, wenn jetzt irgendwann die Entwickler sagen, och, und sind die Götter aber nicht gut genug, wir implementieren jetzt nochmal hier die ganze Reihe voll oder noch eine Reihe und noch eine Reihe, dann habt ihr automatisch mit dem gekauften Pack schon das Anrecht, alle neuen Götter direkt und sofort freigeschalten bekommen zu haben. Ja? Also das heißt, ihr braucht keine Gunst mehr farmen. Im Grunde genommen wird euch mit diesem Pack nur das Farmen weggenommen. Ihr braucht jetzt keine, ja, Gunst mehr. Das bin ich mir aber überlegen, ob ich das machen soll oder nicht. Wie gesagt, ich finde das Spiel wirklich in Ordnung und okay. Ich finde es legitim, wenn ich in dem Spiel etwas investieren würde. Ich bin mir überlegen, dieses Pack zu kaufen. Aber auf andererseits habe ich natürlich den Anreiz, oder das wäre meine Motivation in dem Spiel, immer mehr Gunst zu farmen, um mir denn die nächsten Götter freizuschalten. Denn alles spielt man mit Sicherheit nicht. Es gibt ja einige, die sehen bestimmt lustig aus und machen verdammt, verdammt viel Spaß, so wie hier ja zum Beispiel, ne? Der Apush. Und der sieht ja witzig aus, ne? Aber ich könnte zum Beispiel keine Nahkämpfer spielen, ne? Da müsste man immer schauen, ist das ein Nahkämpfer? Ne, das ist ein Magier, ein Fernkämpfer. Der könnte definitiv ja, in meiner engeren Wahl kommen. Hoher Flächenschaden, aber Schwierigkeitsgrad dafür schon wieder durchschnittlich, ja. Also die sind dann, ja, zum Teil nicht einfach zu spielen. Zum Beispiel gibt es hier die Hell. Wo ist die Hell? Hier, die Hell ist wirklich ein ganz, ganz toller Charakter, allerdings auch ziemlich schwer zu spielen und darauf spare ich gerade. Die ist sowas wie ein Holy Priester von WoW und Shadow Priest in einem. Das heißt, ihr Ulti ist ganz einfach, dass sie zwischen zwei Formen wechseln kann. Einmal zwischen Holy Priest und einmal zwischen Shadow Priest und das innerhalb von Sekunden. Ich glaube, der Ulti hat eine Abklingzeit von 2 Sekunden. Also das ist sozusagen ihre ultimative Fähigkeit, nämlich zu wechseln zwischen den beiden Formen. Und so heilt die einmal die ganze Gruppe und heilt sich selber wahnsinnig hoch und überhaupt so die Gruppe. Und wenn die dann von jetzt auf gleich in Shadow-Modus übergeht, dann haut die richtig Schaden raus. Aber das bedarf wirklich viel, viel Übung und ist wirklich schwer umzusetzen. Man muss wirklich sehen, welchen Skill man denn da gerade raushaut, welches Item man kauft. Also die ist wirklich schon schwierig zu spielen, aber natürlich wirklich, wirklich für uns eine Option. Ich möchte es auf jeden Fall mal testen. Wie gesagt, mir macht das Spiel wirklich so viel Spaß, dass ich es jetzt weiterspielen werde. Und bevor wir jetzt wirklich mal in die nächste Spielrunde gehen und wir die ersten Spiele machen, würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Also ihr seht, wir haben jetzt richtig viele Dinge hier
gesehen, Götter gesehen, viele Features gesehen. Und jetzt wird es, glaube ich, mal Zeit, dass wir spielen. Aber das Spielen machen wir in einer nächsten Runde. Ich bedanke mich wieder, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt mit mir ins Spiel geht und seht, wie schlecht ich im Grunde genommen spiele. Nichtsdestotrotz, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis dahin bleibt mir nur zu sagen, tschüss, ciao und bye-bye.